Bereits vor 5 Monaten habe ich davon berichtet, dass das Einkaufszentrum CC Metro einen Schandfleck für Playa del Indies darstellt und daher am besten abgerissen werden sollte. Nun soll dies in den nächsten 2 Monaten vollzogen werden, so angekündigt in einer Sendung des Senders TV Canaria. Weiterhin bleibt jedoch die Frage offen, was wird mit dem gewonnenen Gelände? Hier ein Videoclip, der die Problematik verdeutlichen soll. Endlich soll ein weiterer Schandfleck in Playa del Indies beseitigt werden. Der Stadtrat von San Bartolomé de Tirajana arbeitet daran, die Abrissarbeiten des Metro-Einkaufszentrums in Playa del Indies zu übernehmen, das geschlossen, verlassen und bis auf den Supermarkt, ein paar Geschäfte und die Kneipe eine Ruine ist. Es befindet sich mitten in der Touristenhochburg Playa del Indies neben der Kasbah. Nun soll endlich gehandelt werden. Im ersten Schritt soll das Grundstück vor dem Abriss eingezäunt und abgesichert werden. Bereits im Mai 2021 wurde vom OBGH der Kanaren angeordnet, die Akte für die Erklärung des Ruins der Räumlichkeiten zu bearbeiten. Die Kosten könnten zwischen 300.000 und 500.000 Euro liegen. Hallo! Wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank!